In Münster hatte man schon immer das Glück, eine große Vielfalt an Sport- und Freizeitangeboten genießen zu dürfen. Während man sich bei den meisten Aktivitäten keine Sorgen um seine Kleidung machen braucht, kann es beim Segeln nicht schaden, Wechselsachen dabei zu haben. Auch die geübtesten SeglerInnen verlassen das Boot nicht immer trocken. Doch wie erlernt man eigentlich die Technik des Segelns und was ist der Reiz an diesem Sport? Um das herauszufinden, besuchte ich die Yachtschule Overschmidt am Aasee Münster. Einer der erfahrensten Segellehrer hat sich Zeit genommen, um sich meinen Fragen zu stellen. Zuerst wollte ich wissen, wie beliebt das Segeln in Münster wirklich ist und inwiefern es sich für die TeilnehmerInnen nicht mehr um ein einfaches Hobby, sondern um einen ernstzunehmenden Sport handelt. Ich schätze das Segeln sehr beliebt in Münster ein, weil die Segelschule Overschmidt es schon bereits seit 70 Jahren gibt. Jeder kennt das am See. Man verbindet Münster mit der Segelschule Overschmidt und dem Aasee auch. Und so gibt es genügend Leute, wo schon die dritte Generation zum Teil hier segelt. Also auch wer in Münster studiert, ist irgendwann mal mit Segeln und der Segelschule Overschmidt in Verbindung gekommen. Gerade aktuell mit den Corona-Zeiten, wir können draußen, wir können segeln, zwar mit Maske, aber wir dürfen es weiter betreiben. Viele kommen mit dem Gedanken erstmal des Hobbys zum Segeln, probieren das aus im Rahmen eines Schnuppersegelns oder ähnliches, machen dann den Führerschein und der ein oder andere merkt dann schon, das Hobby wird mehr doch zur Profession und geht dann Richtung Profisport auch oder Richtung Regattasegeln. Aber die große Menge ist doch eher dann ein schönes Hobby und parallel als Ausgleich zur Arbeit zum Beispiel. Anschließend kamen wir nicht drum herum, über die Preise des Segelns zu sprechen, die ja sehr hoch sein sollen und wie auch jüngere SchülerInnen für den Sport begeistert werden können. Es gibt durchaus auch andere Sportarten, die in einem gleichpreisigen oder sogar höherpreisig sind. Wir haben in den Sommerferien einen sehr durchschnittlichen Preis für eine Sommerferienwoche, wo Kinder ab 6 anfangen können schon. Wir haben unterstützende Programme für Studenten, also junge Erwachsene, aber auch Partnerschaftsprogramme mit Schulen, Schul-AGs, die für einen sehr schmalen Preis tatsächlich zu einer Schul-AG unterstützend hier anfangen können mit dem Segelsport. Das klingt ja echt gut bisher. Doch um wirklich Profi zu werden, muss man sicherlich lange trainieren. Und gibt es eigentlich Grundvoraussetzungen, die für den einfachsten Segelschein erfüllt werden müssen? Und wo kann ich damit später eigentlich überall segeln? Wichtigste Voraussetzung für Wassersport ist, dass man des Schwimmens mächtig ist. Für einen Segelschein, der amtlich wie ein Autoführerschein ist, muss man entsprechende Sehqualifikation und Hörqualifikation haben. Man muss Rot und Grün unterscheiden können und mindestens 14 Jahre alt sein. Das ist das, was es schon ist. Wir haben aber auch den Bereich der Aasee Sailing Card. Das heißt, man darf dann nur auf dem Aasee Münster segeln. Dort braucht man nicht diese ärztlichen Bescheinigungen, um wirklich einen Führerschein für den Aasee zu machen. Dann reicht es einfach aus, dass man schwimmen kann und schon geht's los. Wenn ich zum amtlichen Sportbootführerschein Binnen übergehe und dort die amtliche Prüfung abgelegt habe, ist es wie ein Autoführerschein, der international für Binnenreviere gültig ist. Wir bilden aber auch die Küstenscheine für Motorboot See als auch den Sportküstenschiffer fürs Yachtsegeln aus, der dann international auf Seerevieren bis zu 12 Seemeilen gültig ist. Als letztes wollte ich wissen, mit welchen Erwartungen neue SchülerInnen an den Sport herangehen und ob das Segeln ein Sport ist, den jeder Mensch erlernen kann oder ob es auch auf Talent ankommt. Völlig unterschiedlich. Es gibt Teilnehmer, die einfach nur mal ausprobieren wollen oder sind um den See gegangen, haben es gesehen und sagen, das möchte ich mal machen. Einige sind schon länger in Münster oder haben an der Küste gelebt und gesagt, ich wollte schon immer mal segeln gehen, jetzt wird es Zeit dafür, um einfach Sport auf dem Wasser und draußen machen zu können. Das kann jeder lernen und dann kann es auch später jeder. Körperliche Einschränkungen, völlig egal. Wir haben Personen, die sind blind oder auch im Rollstuhl gesessen, mit Schlaganfallpatienten haben wir zusammengearbeitet. Also das Feld ist sehr, sehr breit an Personen, die segeln lernen können und dann auch den Sport ausüben können. Nach dem Interview durfte ich sogar selbst eine sogenannte Jolle betreten und mit Christoph ein paar Runden auf dem Aasee drehen. Er hat mir die wichtigsten Handgriffe erklärt und mir gezeigt, worauf es beim Segeln ankommt. Es ist vor allem wichtig, nicht im Wind zu stehen, um nicht an Geschwindigkeit zu verlieren. Wenn man allerdings zu schnell wird und nicht rechtzeitig reagiert, kann das Boot auch schon mal kentern. Allerdings nicht so schnell, wie man vielleicht glaubt. Eine kleine Schräglage ist noch keine Gefahr. Schlussendlich kann man sagen, das Segeln ist für alle geeignet. Es ist preislich im Rahmen und macht, wenn man sich für Wassersport begeistern kann, jede Menge Spaß. Dafür muss man auch kein Profi sein. Auch zur Entspannung. Nach einer langen Schicht oder einem stressigen Tag können ein paar Runden mit der Jolle Wunder bewirken. Hier am Aasee Münster hat man die ideale Gelegenheit, das Segeln bei kompetenten FachlehrerInnen zu erlernen. Ich durfte es ausprobieren und kann es euch nur empfehlen.